Hallo und herzlich willkommen zu einer, zu einem Spiel, was ich schon mal gespielt habe und wo ich mir jetzt mal gucken will, hat sich was verändert, ist es noch genauso, ist es anders? Wir werden sehen. Wir spielen wieder Castle Story. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich spielen werde, aber ein paar Folgen werde ich auf sicher machen, einfach nur um zu sehen, was es Neues gibt. So, deswegen fangen wir auch gleich mal ein neues Spiel an. Wir können Sandbox spielen, können Survival spielen. Oh, Tutorial. Okay, wir spielen natürlich Survival einfach, weil wir es machen wollen. Survival Hard. Survival Island. It's hard to survive here. Okay. Survival normal. Wir spielen das normale Survival, das kennen wir schon. In Sandbox Game gibt es übrigens schon mehrere zur Auswahl, das ist auch schön. Da gibt es ja diese Standard Island, das ist auch das, wo man das Survival spielt. Aber es gibt auch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Cinematic Island, okay. The map featured in the Kickstarter Trailer. Okay, was mir erstmal auffällt, ist, dass wir die Musik auf jeden Fall ein bisschen leiser machen werden. Weil sonst ist das eindeutig zu laut. Wir machen die mal so auf 20, das reicht vollkommen. So, egal, New Game, wir machen Survival-Modus, weil sonst macht ja keinen Spaß, ne? Das müssen wir ja schon irgendwie. Und dann spielen wir hier Survival Island, einfach weil hart, glaube ich, zu hart ist. Oder wir lassen es hart spielen. Wir machen hart. Wir machen einfach hart, weil wir es drauf haben. Wir machen einfach hart. So sieht's aus. Einfach mal hart. So, machen wir New Game. Die Musik geht richtig ab. So, ich habe jetzt auf New Game geklickt. Was passiert? Er lädt. Den Ladekreis seht ihr bei euch nicht, so wie ich das sehe. Aber ich sehe den Ladekreis. Da kommt Loading. Jetzt seht ihr das auch. Und ich sehe es auch. Da unten in der Ecke. Da, in der Richtung. Da steht's. 50% haben wir schon. Das wird ja super. Das wird erst rein, wird das. Ah ja. How are you, gentlemen? This is survival mode. Bla 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 bla. Okay, I'm ready. Oh, wir haben schon hier direkt eine Wache dabei. Das ist ja gut. Ich weiß gar nicht mehr, was man alles machen muss. Aber das sieht schon besser aus als vorher. In 10 Minuten kommt die erste Welle. Wir sollten unbedingt anfangen. Hier. Wie kann ich die jetzt dazu bringen, Bäume abzufällen? Achso, da war ja irgendwas mit diesem Menü hier, ne? Ja, gehst du Bäume fällen? Das ist gut. Du machst das bitte auch mal. Also, hier. Weißt du Bescheid. Okay. Da liegen Stämme rum. Das ist gut. Du gehst bitte... Hier, genau, da. Gehen wir da hin und machen wir da. Gut, das ist eine Mine. Ne, eine Mine wollen wir gar nicht. Wir wollen jetzt, doch, mach mal Mine, ist egal. So, jetzt muss ich überlegen, was er bauen kann. Da war doch irgendwie, das Baumenü war hier irgendwie, ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt, verdammt. Und dann natürlich gleich Survival Hard spielen, ist ja klar. Move to, ne. Clean up, drop load, Pixwockel, was aufnehmen. Wie baue ich denn was? Shit. Hier, war doch irgendwas. Bauen. Confirm. Ja, was soll er denn bauen? Da ist was. Da kann er was auswählen. Okay. Moment. Was ist das? Was baut er da? Da ist er jetzt ein Bauobjekt. Aber er hat noch gar keinen Stein, um das zu bauen. Warte mal. Ah, hier kann ich es wieder auswählen. Okay. Ich brauche als erstes mal so ein... was ist das hier? Stone Pillar. Plank. Ich brauche doch so ein Ding, wo er was ablegen kann irgendwie erstmal. Geht schon los. Ich weiß nicht mehr, was man machen kann. Wie macht man das hier nochmal aus? So. Du. Okay, wie war das nochmal? Es muss jetzt... Ich muss keinen auswählen. So. Bauen. Plank. Irgendwie kann ich doch auswählen, dass ich was anderes bauen will. Eine Construction. Oder irgendwie, das muss ich doch machen, ne? Vielleicht war das nicht damit, das war irgendwie anders. Vielleicht war das hier. Place Construction. Ja, hier, genau, so war das. Hier erstmal so ein Lager. Stockpile. Bauen wir es mal hier hin. So, machen wir erstmal hier so. Okay. Das machst du jetzt. Geh arbeiten. Du hilfst mir dabei. Ja, genau, so war das. Okay, das ist super. Du bitte hier weiter Bäume fällen. Fällen mal die Bäume hier. Alle weg fällen. Oh ja, das funktioniert. Was machst du? Du machst jetzt, Moment, ich kann das noch erweitern. Hier war das noch mehr, zack. Jetzt kann der auch endlich loslegen da oben. Wir machen mehr Stockpiles hier hin. So, dass man von überall aus natürlich noch dran kann. So, die beiden sind da ja eingeteilt, die machen das schon. Und ich glaube, hier kann man auch irgendwie, kann man sagen, nicht den ganzen Bereich irgendwie... Kein auswählen, sondern einfach hier so und dann Axt machen und dann irgendwie hier. Ja, und letztlich dazu einteilen.
Haha, so machen wir das. Ja, läuft. Es läuft, es läuft. Okay. Der geht da in die Mine, ist super. Der arbeitet und holt Steine. Davon brauchen wir noch eine Menge. Du kannst auch mal in die Mine. Nee, warte mal. Du gehst in die Mine, bitteschön. Ich brauche noch mehr in die Mine. Geht in die Mine. Holt mehr Zeug. Der eine fällt Bäume. Was machst du? Ah ja, okay. Ah, läuft, läuft, läuft. Wir haben nur noch 6 Minuten, bis die ersten Feinde kommen. Wir müssen richtig aufpassen jetzt. Aber wir haben ja hier so einen Kerl. Puh. Ja, mach mal was. Was schmeißt er denn da rein? Das Erze? Das ist auf jeden Fall was anderes als... ja, bau mal hier die Dinger fertig. Also der hat hier verschiedene Sachen drin gelagert. Das sieht man ja schon mal. Irgendwie Erze, Dings. Ich habe keine Ahnung, was er genau damit macht. Egal, wo gibt er das jetzt hin? Was hat er da? Alles klar. So, läuft. Läuft. Die Frage ist, von wo kommen die Gegner? Puh, puh. Ich hoffe, die werden von hier oben kommen. Die werden von da kommen und die werden von hier kommen. Ich weiß, hier irgendwie was bauen, ja, wird nicht ganz so einfach. Ich muss, irgendwie kann ich hier einen kann ich irgendwie einen befördern, einen zum, wie war das nochmal? Wie mache ich das aus, achso, ich muss hier sagen, ich will einen anderen haben. Hier zum Beispiel so einen Bogenschützen. Und dann spawnt da ein Bogenschütze. Yeah, genau. Okay. Jetzt muss ich hier irgendwie noch verteidigen, das wäre super. Kannst du irgendwie hier Structure? Ich brauche ja so einen kleinen Turm oder irgendwie sowas brauche ich ja. Nee, du musst Blöcke platzieren natürlich. Ich muss ja hier Blöcke platzieren. Das heißt bauen. Und dann brauche ich Steine. Habe ich ja noch keine. Doch, ich habe Steine jetzt gerade. Ich kriege das gut. Dann bauen wir hier so Steine hin. Und zwar hier so. Hier wird so ein kleiner, der erste kleine Turm gebaut. Quasi damit wir diesen einen hier retten können. Den Bogenschützen. Den müssen wir da oben ein bisschen höher stellen. So, du machst das mal eben. Du gehst hier, hier Holz einsammeln. Was ist denn los mit dir? Ja, so ist gut. So, der kommt ein bisschen zur Seite. Oh, wir haben mehr Steine, das ist gut. Okay, er hat den ersten Stein platziert, das ist sehr gut. Wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Also ich würde sagen, wir machen sogar noch ein bisschen mehr. Moment. Was mit dir? Ach, jetzt braucht er eine Treppe wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ich baue den noch höher. Okay. Und jetzt müssen wir da irgendwie auch eine Treppe dran bauen, damit man auch da hochgehen kann, ne? Das ist ja klar. Da oben kann ich nicht hinbauen. Da muss ich erstmal Steine drunter bauen. Ach ja, da war ja was. Also den so. So. Kein Platz, dass ich daneben bauen kann. Ich kann auch irgendwie hier drehen. So. Ah ja, so. Und jetzt kann ich doch irgendwie eine Treppe da hochbauen. Quasi den drehen, den dahin und den da oben hin. Das ist eine super Treppe. Das ist so mein erstes Lagerchen. So. Läuft bei mir, läuft. Steine kommen schon mal gefühlt bei rum. Ja, das Survival wird... Ich weiß nicht, wie viele kommen werden. 0, 0, das ist... achso, 0 sind bis jetzt gekommen und 0 habe ich bis jetzt getötet. Alles gut. Was ist mit dir? Was ist denn los hier? Komm hier, füll das Lager auf. Also ich sehe schon, die backen genauso rum wie letztes Mal auch noch. Was ist das hier für ein... Was kann man hier aufklappen? 3 von 3, die gerade nichts machen oder was? Ich weiß es nicht. 2 sind da, einer ist da. Was ist mit dir hier? Komm, sammel mal auf hier das Zeug. Was ist denn los? Ja, wollen wir, was alle gefällt. Jetzt sammeln wir mal auf. Dann müssen wir hier neu. Aber ich kann mal hier so einen Besenjob machen hier. Bah. Und da teile ich dich jetzt ein. Und dann fix das mal alles auf. So. Oh, die Treppe ist fest fertig. Da oben fehlt noch ein Stein, fehlt noch da. Und die Treppe noch dahin. Also 2 Steine noch. In 3 Minuten kommt der erste Gegner. Das wird ganz schön hart. Aber jetzt können wir den schon mal hier oben hinstellen. Ja, geh schon mal da hoch. Super. Oh. Anstrengend mit dir, ne? Und da auch noch hoch. Du bist jetzt mein Verteidiger und du bist der, der unten abfängt. Okay, alles gut, alles gut. So, dann hau mal ab hier, hau mal in die Mine. Du gehst auch in die Mine jetzt. Wenn du nicht aufräumen willst, gehst du... Nee, warte mal, du musst ja eigentlich aufräumen. Geh mal aufräumen. Geh mal aufräumen. Hm, will nicht aufräumen. Dann geh du aufräumen. Oh, toll. Du bist ja einer. Dann geh jetzt in die Mine. Ja, ja, Ichuta! Die waren ja lustige Geräusche, super. So, hier oben gibt es Menüerweiterung, was auch immer. Hier kann man Pause, Fotos, Videos machen, was auch immer. Ich mache jetzt sowieso schon mein Video so. Ja, und dann kommt gleich die erste Welle und dann schauen wir mal, was passiert. Ob ich jetzt mit meinen Verteidigungseinrichtungen hier klarkomme, ja. Puh, das wird lustig werden. Erstmal Rohstoffe besorgen, ist glaube ich erstmal das Wichtigste. Also der füllt die Steine auf und der irgendwas Blaues, wenn das voll ist, bringen die das dann da. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, wenn der hier fertig ist, dann werde ich hier den Radius irgendwie vergrößern. Dann kann man auch irgendwie vergrößern, den Radius. Da. So, und dann... Kannst du hier mich hier wieder Bäume fällen gehen? Bitte schön. Ja, ja, hast was zu tun. In 2 Minuten kommt die erste Welle.
Ich hoffe, meine zwei Männchen hier reichen, um das zu verteidigen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich habe 6 Arbeiter, oder wie viel habe ich denn? 4 Arbeiter, ne? 1, 2, 3, 4 Arbeiter, die müssen reichen, um alles zu machen. Oh Mann. Das wird hart. Es wird hart, auf jeden Fall. Ja, lange kein Castle Lord mehr gespielt. Ist auf jeden Fall ein sehr geiles Game. Ich mag es total gerne. Deswegen freut es mich auch, dass ich jetzt mal wieder reingucke. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie viele Folgen ich davon machen werde. Das hängt davon ab, wie es mir selber noch Spaß macht, wie die Änderungen sind, wie gut es läuft. Aber ja, und wie ihr es findet. Lasst es einfach mich unten drunter wissen. Schreibt mal rein hier. Gut, dass du wieder Kartensorge machst. Gucken wir uns ein paar Folgen von an. Oder nee, lasst den Scheiß sein. Den wollen wir eh nicht sehen. Bitte unten reinschreiben, dann weiß ich Bescheid. Ja, diesmal auch hier mit Gesichtscam natürlich. Weil ich es einfach besser finde im Moment mit Gesichtscam. So, ja, das Lager ist voll. Wir müssen mal hier sehen, dass wir was anderes aufgebaut kriegen. Stopp, da müssen wir noch mehr Strukturen bauen. Machen wir einfach noch so ein Lager hier daneben, würde ich sagen, dass wir immer noch daher gehen können. Da liegt was im Weg, ist egal. So, dann machen wir noch hier so ein paar daneben. So, machen wir das wieder aus. Und du baust es jetzt. Du hast doch eh schon Holz in der Hand, mach das mal eben schnell. Das wird gut. Ja, natürlich nimmst du jetzt das Brett weg, obwohl hier 1000 rumliegen. Alles klar. Läuft bei dir, mein Junge. Läuft bei dir, ne? Läuft bei dir. Steine haben wir auch schon genug. Das wird. Oh, in 26 Sekunden kommt die Welle. Da war schon das Geräusch davon. Ich hoffe nicht, dass hier meine Arbeiter angreifen. So, von wo kommen die meisten? Ich weiß auch nicht, wie viele kommen werden. Hard to survive, heißt es ja. Oh, oh, sie kommen. Gleich geht's los. Die Musik wird lauter. Ja. 9 Sekunden. Ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Ein bisschen weiter rausscrollen, dass ich die Feinde eher sehe. Oh, jetzt wird's. Ich muss mich konzentrieren. Jetzt kommen die Feinde auf jeden Fall. 2 Stück. Von wo kommen sie? Das ist die Frage. Von wo? Von wo kommen sie? Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Da kommt einer. Komm mal hier rüber. Komm hier rüber, komm. Easy going. Wo ist er denn? Da kommt er. Wo der andere kommt? Ach, der andere kommt von da unten. Okay. Den hat er schon erledigt, den hat er schon gekillt. Ja, das war's schon. Okay. Puh, hard to survive. Erste Welle überlebt. Okay. Das gibt hier Lebenskraft, die sammeln wir in unseren Kristall. So, der muss sowieso beschützt werden. Das heißt, ich muss darum sowieso noch eine Mauer bauen. Das werde ich gleich als nächstes irgendwann in Auftrag geben, wenn ich da mal ein bisschen hier was gesammelt habe. Ich habe ein paar Steine habe ich schon. Das heißt, ich gehe mal direkt mal meine Constructions hier an. So, Constructions. Es wird gerade Nacht. Wie immer kann man diesen Tagmodus immer noch nicht ausschalten, ne? Das ist einfach nervig. Egal. So. Also wir müssen jetzt hier eine Mauer bauen. Das ist so mein Ziel. Wir machen das hier wie gehabt. Erstmal so eine kleine Mauer um den Stein drumherum. Einfach um da so ein bisschen Schutz hinzukriegen. Steht da jetzt im Weg? Ne, das geht sogar. Das Lager von der Seite kann ich eigentlich offen lassen. Finde ich. Ich meine, die Leute müssen ja auch irgendwo rauskommen, die ich hier habe. Erstmal. Ich glaube, wenn ich da hinbaue, kann ich ja nicht mehr ins Lager reingehen. Kann ich den so wegmachen, ne? So, lassen wir es erstmal. Ne, warte mal, den machen wir auch noch weg. Das soll erstmal reichen, so. Hier jetzt draufsetzen. Und wenn das dann fertig ist, dann habe ich erstmal eine kleine Mauer. So, die erste Schutzmauer ist das. Es ist nicht viel, aber besser als nichts, würde ich sagen. Die Frage ist, wie viele Feinde kommen beim nächsten Mal? Ich denke mal, mindestens doppelt so viele. Und dann wird es schon wieder richtig haarig. So, wer baut das jetzt von euch? Du, weil du gerade nichts machst. Hier, seh mal zu, dass du das baust. Der Dennis. Oder auch Dennis oder was auch immer. Was haben wir noch für Leute? Wie heißen die überhaupt? Der Miau. Miau. Oh Gott. Der Essope und der Jacques-Cartier. Ich glaube, die Namen können wir wieder selbst bestimmen. Sollte ich das länger spielen, können wir natürlich auch wieder machen, dass ich eure Namen hier einbaue. Das geht bestimmt wieder. Suche ich die Datei wieder raus, dann können wir das gerne machen. Wie gesagt, wenn ihr das länger sehen wollt, schreibt es unten rein, dann schreibt gleich euren Namen dabei, damit ich den ins Spiel aufnehmen kann. Das wäre super. So, der baut jetzt hier schön fleißig weiter. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder für Folge 1. Ich stoppe das jetzt hier, für Folge 1 ist vorbei. Wie gesagt, schreibt unten rein, wollt ihr das wissen, wollt ihr es noch weiter sehen oder wollt ihr es nicht weiter sehen? Dann weiß ich Bescheid, ansonsten mache ich dann nicht weiter. Und schreibt, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ein Brickton euren Namen tragen soll, dann schreibt den auch unten rein. Schreibt hier, ich hätte gerne einen Brickton, der so und so heißt. Dann unten rein schreibt, mache ich das. Perfekt. Gut, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge, wenn sofern es da eine gibt, von Castle Story. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao.